Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder los am Bilsterberg. Ich bin aufgeregt, es wird spannend. Kurz zum letzten Video bei der Conti. Ich hoffe, es ist so rübergekommen, wie es rüberkommen sollte. Vor Ort waren die Unterschiede gar nicht so krass, wie wenn man es danach auf der Kamera gesehen hat. Plus, die Sonne kam immer mehr tiefer. Jeder, der filmt, weiß, sobald Sonne weg, kein Licht mehr, keine Videoaufnahme. So, aber am Ende, wenn man sich jetzt auf dem Rechner angeguckt hat, doch krass, wie das Auto arbeitet. Also arbeiten im Sinne von, wie viel kürzer der Bremsweg wird, bei ungefähr gleicher Reifentemperatur immer, das darf man nicht vergessen. Und auch angenommen, ich bremse nur vorne, wie das Auto so hinten hochgeht. Bremse ich nur hinten, sieht man richtig, wie als wenn du die Handbremse die ganze Zeit ziehst, wie er immer wieder sich hinten reinkeilt. Und war doch schon ein krasser Effekt da. Ja, mittlerweile ist alles soweit verbaut. Jetzt habe ich den Kabelstrang hier auch in dem Bereich gewickelt und sieht weiterhin, wie ich finde, aus wie original. Grund, warum das Ding keinen Druck hatte oder weniger Druck hatte, war hier die Kante zwischen Ansaugbrücke und Motor war undicht. Da hat er richtig abgepfiffen. Das habe ich jetzt einmal neu abgedichtet, das wird man so nicht sehen. Wir können mal ein Video einblenden, wie es da abgeblubbert hat. Ja, das heißt, das ist jetzt wieder dicht. Ein bisschen Firlefanz hier und da ist noch verbaut. Ich hatte die Hoffnung, ich habe noch einen zweiten Satz Protec-Räder besorgt. An der Stelle Christian Lackwelt, vielen Dank fürs schnellstmöglich wieder Uni schwarz lackieren, weil für mich fährt das Auge einfach mit, ist so. Aber wir wurden relativ schnell enttäuscht. 235, 40, 17 gegenüber einem 24er Slick ist doch zu groß. Also das Rad passt hier so gut drauf, dass wir leider heute mit dem Semi nicht fahren können, weil wir würden hier komplett alles wegmassieren. Finde ich schade, ich wäre gerne so gefahren, aber ja, ich denke, hier brauche ich nichts sagen. Das Ding steht da so heftig drin, dass wir da gar nicht erst mit loslegen müssen. Das heißt, wir haben Heizdecken mit, machen jetzt die Slicks warm. Hier habe ich übrigens so einen wunderschönen, dezenten, wenn du hier reinfilmst, siehst du es jetzt, so einen geilen Weitwinkelspiegel. Das heißt, jetzt sehe ich auch endlich mal was nach hinten. Und das ist auf jeden Fall auch vom Gefühl her auf jeden Fall gleich wieder deutlich sicherer. Hier sind die Slicks drin. Mit unseren coolen Heizdecken. 80 Grad. Plan ist, dass wir jetzt zwei breitere, zwei schmalere haben und hinten mal schmalere draufstecken. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hinten auf Betriebstemperatur mit dem passenden Luftdruck losfahren. Und dann gucken, dass wir es irgendwie am Laufen halten. Ich habe am Display was geändert. Das blenden wir jetzt hier auch mal ein, ist einfacher. Und zwar habe ich mir ein Display fertig gemacht, dass ich wirklich mich jetzt rein aufs ABS konzentrieren kann. Das heißt, ich habe alle vier Räder. Dort sehe ich quasi, wenn es blinkt, heißt es, das ABS regelt an dem Rad. Ist einfach nur eine Funktion, die auf dem CAN-Bus liegt. Das heißt, das nennt sich ABS aktiv auf dem Rad. Wenn es dort blinkt oder die Lampe rot ist, ist das ABS da am Regeln. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass ich, wenn ich jetzt auf die Kurven zubremse, es hinten blinkt und ich halt sehe ganz genau, wie ich den Waagebalken verstelle. Das ist ein Punkt. Nächster Punkt ist, was natürlich katastrophal wäre, wenn das ABS ausfällt. Deswegen habe ich mir da was fertig gemacht, dass sofort eine rote Lampe angeht und alle LEDs am Blinken sind. Das heißt, wenn ABS aus ist, blinkt alles. Was nicht unbedingt heißt, dass in dem Moment das ABS nicht geht. Aber wenn zum Beispiel ein Sensor weg ist, kann es passieren, dass es immer noch geht. Aber man muss es ja nicht provozieren. Deswegen haben wir da nochmal, habe ich mir noch was fertig gemacht, dass ich mich da die ersten Runden wirklich rein aufs ABS erstmal konzentriere. Dann hat Daniel mir noch eine Überraschung vorbeigebracht. Firma Animal Racing. Der kommt nachher auch noch vorbei und kann sich sein Werk angucken. Richtig geilen Schacht fertig gemacht. Dieser Schacht ist von hinten festgeschraubt. Ich musste an der einen Seite ein paar Millimeter wegflexen und so hat das Ding angepasst. Bin gespannt, Alter. Ich hoffe nicht, dass Unkühler einfriert hier, dass das Ding so kalt wird. also ist alles wieder ein bisschen Wundertüte. Mal gucken. Ganz viele haben auch gesagt, von wegen, fang doch lieber erstmal mit Semis an und langsam und so weiter. Aber ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, auf wie viele Baustellen ich gleichzeitig tanze. Egal, ob es halbe Meile, Viertelmeile, Videos drehen oder Show- und Scheinwettbewerbe sind oder Events und Messen sind. Ich kann nicht einfach jedes Wochenende an verschiedensten Tagen fahren. Das heißt, ich habe so wenig Möglichkeiten zu fahren, will aber mich noch so weit verbessern, dass wir halt so Schritte wie mit dem ABS oder wie direkt auf Slicks einfach gehen müssen, weil wir nicht tagelang fahren können. Deshalb habe ich leider gar nicht die Zeit und Möglichkeiten zu, dass wir jetzt hier Tage verbringen und das Ding abstimmen dafür, dass ich dann eh wieder was umbaue, weil auf einmal, keine Ahnung, andere Hinterachse drin ist, andere Bremse drauf ist, weiß ja geil. Deswegen, wir machen das schon. Ja, okay, jetzt heizen wir noch kurz die Pellen durch und dann stecken wir sie drauf. Und dann geht's los. Achsvermessung ist 1:1 geblieben, aber nichts dran geändert. Das heißt, 24er Slicks vorne, 20er Slicks hinten. In der Hoffnung, dass die schmaleren hinten einfach ein bisschen arbeiten. Bin aber gespannt auf den Moment mit warmen Slicks rausfahren. Die ersten Male bremsen, die werden auf jeden Fall, das wird sportlich. Los geht's. Yeah.
Wir machen jetzt mal direkt 2 Bar, Reifen sind warm. Weil wir wollen am Ende 2 Bar haben und ich bin der Meinung, wir werden auf gar keinen Fall das Rad noch wärmer fahren können. Das heißt, mit Glück halten wir einfach nur die Temperatur. Das heißt, vorne haben wir noch richtig warm gefahren. Also die kleinen Pellen hinten werden auf jeden Fall ein bisschen wärmer. 54 ist schon besser als 36. Ja, das ist besser als 36. Hast du dir dein Werk schon angeguckt? Nee, konntest du gar nicht. Ich hab's eben gar nicht. Ich hab's schon vorgestellt. Wie OEM Plus, ne? Oha! Hat das gut gepasst, Rick, auf den Anhieb, oder was? Ja, ich musste nur so 2-3 mm wegnehmen. Oh, geil. Jawohl, so muss es laufen. Das ist immer das geilste Gefühl, wenn auf Anhieb was passt, ne? Ja, ne? Ich hab's so an die Stoßstange rangeschickt und dachte mir so, wie oft willst du heute Abend die Stoßstange anwerfen? Drück's ran, statt nur die Ecke hier ein bisschen raus, ja. Weil einfach ein bisschen unter Spannung war. Mega. Also, 1,55. Allerdings muss ich vor jeder Kurve 2-mal bremsen. Also ist noch Luft drin oder muss man jetzt, der ABS-Block hat so eine Bremskraftverteilung. Nicht, dass der die Luft ist, dass er von ganz hinten nach ganz vorne jedes Mal schieben will. Die werde ich beim nächsten Mal deaktivieren. Ja. Sonst aber vom Bremsen her so krass, dass ich mich gar nicht dann ganz traue reinzuspielen. Der weil es fängt schon an Knacken zu machen. Du machst voll Bremsen, machst so, so, ne? Als wenn gleich vorbei ist. Was übelst geil funktioniert hat, ist das Display. Ich sehe ganz genau, welche Räder wo blockieren. Alle 4. Auf dem ADU. Genau. Das heißt, vorne links wird rot, wenn das ABS regelt. Das heißt, ich sehe ganz genau, ich komme über die Kuppe, da hinten komplett beides im Roten und so weiter. Also die schmalen Pellen funktionieren auch besser, nur das Bremsgefühl, also ich würde mich noch nicht mal trauen, wen anders fahren zu lassen. Ich war schon voller Hoffnung. Nee, ich zerstöre sie da meine Träume. Ja. Gerade wenn du am Limit fährst, ist ja das einmal Fuß runter wieder reintreten schon eigentlich zu viel. Ne? Ja. So, also dieses, das was ich vorher hatte, ohne ABS, diesen brutal harten Druckbund, das hast du jetzt leider nicht mehr. Ja, ich teste jetzt als erstes dann ohne den Regler und sonst müssen wir hier bei Classic Speed mal fragen, ob wir nochmal kurz entlüften. Ich tippe dann fast auf Pop-Off, dass das möglich ist. Frage ist halt nur, wenn ich das Pop-Off ausbaue, wie lange der Turbolader hält. Wie lange der das geil findet. Da der aber eigentlich noch nicht auf 100% läuft, mal gucken, vielleicht bauen wir gleich mal. Du merkst jetzt, dass jetzt schon wieder, also es beschleunigt kaum noch, es fährt fast wie Serienarbeit. Von außen aber deutlich schneller aus. Echt? Ja, ja. Geil, was witzig ist. Das sieht schon flink aus, ne? Vor allem wenn du da anbrennst, dann fängt er hinten ein bisschen an zu schwitzen. So, und das eine Mal habe ich richtig reingetreten, da kommt er richtig so mit dem Marsch rum. Das habe ich verpasst. Regelt das aber selber komplett ein. Aber nicht so, dass du es jedes Mal machen könntest, weil es fährt sich auch in dem Moment komisch. Aber das kann er. Also das kann er definitiv, ne? Ja, war 1,5 Meter zum Mauer. Ja, aber er kann doch rechts mit Marshall nicht. Ach so. Ja. Völlig entspannt, da waren noch 1,5 Meter. Bei 3 cm fängt er erst an nachzudenken. Frisch gestärkt geht's direkt wieder ins Werkzeug hier. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich baue das Pop-Off jetzt auf. Ist natürlich für den Turbolader eigentlich der Tod. Macht ja nichts, hat noch Garantie von TTE. nein, Spaß beiseite. Wir haben keine Erfahrung mit diesen elektrischen Ventilen. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass das undicht ist und er die ganze Zeit intern abbläst, also quasi reinpfeift. Sollte das der Fall sein, haben wir nichts gewonnen damit, es drin zu lassen, weil das für den Turbolader genauso nicht gut ist. Da wir wieder bei dem Punkt von vorhin sind, da ich nicht so viele Möglichkeiten zum Testen habe und einfach wissen muss, woher kommt diese Undichtigkeit, kann ich es jetzt wirklich leider nur ausbauen. Dafür müssen wir leider die Schussstange schnell abnehmen, da sind aber nur 7 Schrauben. Weil dann kann ich die Ansaugung rausziehen und dann tauschen wir Ventil. Beziehungsweise machen eine Platte vor und fahren komplett ohne. Und wenn es mal wieder schnell gehen muss, ne? Ist die Ansaugung raus. Das war übrigens das Upgrade auf Xenon hier. Das muss ich nochmal Schande über meinen Haupt nochmal schön machen hier. Aber da saß auf einmal ein Steuergerät runter. Hier ist Druckseite vom Turbolader. Hier ist Ansaugseite. Und dieses Ding geht einfach auf. Und dann kann er intern abblasen, direkt wieder in die Ansaugung. Deswegen klingt das auch immer so geil. Also so geil klingt tut es, weil es hier an der Seite abbläst. Die Frage ist halt, wenn sich das Ding natürlich ein ganz bisschen die ganze Zeit aufdrückt und die ganze Zeit so fährt, dann macht er halt auch so wenig Druck. Ne? Sieht man das? Ja. So, also bitte nicht nachmachen, das was wir jetzt machen. Aber ich habe die Freigabe von TTE, dies zu tun.
weil die natürlich auch interessiert dran sind. Wie schnell geht so ein Turbolader kaputt, wenn kein Pop-Off verbaut ist? Und wir testen gerade mal. Wir dürfen das. Wenn jetzt natürlich er nicht mehr Druck macht, dann bauen wir das Ganze leider gleich wieder zurück. Dann weiß ich aber, dass es definitiv halt einfach nicht im Ventil lag, sondern einfach Brücke weiterhin undicht ist. Oder vielleicht auch noch was weiß ich was undicht ist. Er könnte mal einen Lichttester holen, dass das Licht noch einschickt. Pop-Off ist raus. Slicks haben wir jetzt nur hinten auf 100 Grad während der Sommerpause, Mittagspause gebracht. Das heißt, da ist jetzt erstmal eine Grundtemperatur drin und ich gucke jetzt, dass ich sie vielleicht passend so gefahren kriege, dass die Temperatur immerhin jetzt für ein paar Runden drin bleibt. Das heißt, ja, let's go. Ich gucke als erstes, wir haben eine neue Theorie, dass es nicht Luft in der Bremse ist, sondern dass das Radlager hat so viel Spiel, dass die Scheibe, wenn ich über den Körb fahre, den Belag wegdrückt. Und jedes Mal, wenn ich das erste Mal bremse, ich erst den Belag wieder andrücken muss. Das werde ich jetzt mal ein bisschen überprüfen und testen. Das allererste Mal gehabt. Ich musste in der Kurve aufmachen durchs Kiesbett, weil sonst Überschlag. Wirklich, das Ding stand wirklich. Ich hoffe, wir haben das auf den GoPros drauf. Junge, das war mal knapp. Da seht ihr mal, was das Ding an Traktion bekommt. Das war fast der Überschlag. Ein Glück habe ich aufgemacht. Statt wirklich war, habe ich auch kurz erschrocken. Wenn da in dem Moment auch irgendwie einer drumherum gefahren wäre, boah, wäre das kritisch geworden. Reifen von Temperaturen so ist geil. Also das kriegt man so hin. Wenn ich mit hinteren mit Heizdecken losfahre, kann ich die vorderen heiß fahren und das passt. Allerdings, es lag nicht am Pop-Off, sondern jetzt macht er noch weniger Druck. Wir sind mittlerweile bei 1,2 bar. Das merkt man auch, dass ja jetzt einfach auf den geraden Saft fehlt. Trotzdem 1,554 gefahren. So, ne? Ja, aber
jetzt ist es wirklich so wenig mit 1,2 Bar, das ist fast, da fehlt ja auch komplett der Punch in der Mitte. Also es geht gar nicht unbedingt so auf Drehzahl, sondern auch aus den Kurven raus, denkst du, du stehst. So, ne? Und leider, das ist tatsächlich so, ich habe es beobachtet, wir haben keine Luft im System, sondern der Bremsschlag drückt sich weg. Das wird auch noch ein größeres Problem, weil trete ich auf der Geraden zwei, dreimal die Bremse, ist das Pedal bretthart. Fahre ich 100 Meter, ist es immer noch bretthart, rolle ich nur um die 180-Grad-Kurve, fahre auf die Startziel, ist Pedal wieder weich. So, das heißt, durch das im Kurve fahren drückt die Bremsscheibe sich gegen den Belag und gegen den Sattel und wird so das einfach zurückdrücken. Das wird vorher mit der Waagebalken nicht so aufgefallen sein, weil die Hauptbremszylinder, die haben so ein, glaube ich, eine Art Rückschlagventil drin. Also jetzt kein Rückschlagventil, sondern es ist nur eine Verjüngung. Deswegen gehen die auch kaputt, wenn du sie mit ABS fährst. Weil das ABS so viel Flüssigkeit zurückdrückt, dass der das eigentlich ab kann. Aber das drosselt natürlich das Belag zurückgehen. Ich kann es mir nur so erklären, weil ich glaube nicht, dass es... Also ich kenne es nur so, wenn Luft drin ist. Also klar, wir werden es natürlich noch ein paar Mal entlüften und so weiter. Aber ich kenne es so, wenn Luft drin ist, dann ist das immer und nicht nur manchmal. Ja, wir bauen das Schubumluftventil ab, Reifen sind schon wieder durch. Achso, war brutal viel Verkehr, also ich konnte auch keine ganze freie Runde fahren. War richtig gut. Aber sonst so vom Fahren her ist es auf jeden Fall traktionsmäßig jetzt so, dass ich das gut erfahre. Jetzt tatsächlich schon wieder so mehr Leistung wird. Und ich kann leider diesen eigentlichen ABS-Effekt bis heute jetzt nicht nutzen, weil natürlich, du gehst vom Gas, pumpst erstmal einmal vor und trittst dann rein, aber das kriegst du ja niemals so koordiniert hin, dass du genau einen Bremspunkt findest. So, ne? Ja, guck mal, da brauchen wir noch einmal schon ungefähr 5 Stunden. Es geht ins große Finale. Gerade war erstmal die Strecke gesperrt. Jetzt geht's wieder los. Eigentlich nur Schubumluftventil wieder getauscht. Jetzt habe ich mal das Steuergerät ein bisschen beschissen und habe die Taktung ein bisschen hochgesetzt, die er darf. Das heißt, wir fordern den Turbolader jetzt gerade mehr, aber mit 1,2 geht einfach nicht. Und die paar Runden, die ich jetzt noch fahre, ich hoffe, dass er immerhin wieder 1,5 macht, weil 1,2 war schon wirklich, war schon sehr, sehr, sehr langsam. Heizdecken wieder drauf gewesen, Reifen hinten sind so heiß, dass Luke kaum die Pelle anfassen kann hier. Zu Hause alles voller Handschuhe, aber nichts mit, so wie es halt immer ist. Ja, und jetzt gucke ich einfach nur nochmal, dass ich auf Safe nochmal ein paar Runden hinkriege. Werde es allerdings auch nicht übertreiben, weil wir wollen ja heil in Hause, ne? Ich würde sagen, los geht's. Allerdings auch nicht übertreiben, weil wir wollen ja heil in Hause, ne? Wir sind wieder zurück. Leider nicht heile. Ist Antriebswelle vorne abgerissen. Ich tippe drauf, vorne eine Welle abgerissen, weil ging auf einmal so zur Seite. Aber Zeit 1:53:0.
vorne aktuell, ich habe mit Absicht den Display gefilmt, ich habe vorne nichts regeln sehen und es ist auch ein Fehler drin, Radsensor vorne links. Da muss irgendwas fritten sein. Aber das Geile ist, wenn vorne ein Sensor kaputt ist, regelt da hinten noch ganz normal. Und das bringt schon Welten. Und vorne kriegt man mit dem Fuß ja noch ganz gut. Aber ich musste die ganze Zeit vom Pedal runter und wieder reintreten. Pedal runter, wieder reintreten. Bisschen Fahrwerk umgestellt, Daniel aus Erfahrung, hat auch extrem viel gebracht. Schmale Slicks hinten, Welten, total geil. Kriege ich tatsächlich auch Temperatur. Ich würde noch ein bisschen Sturz machen tatsächlich. Aber 53,0, alles gut, können wir mit leben. Achso, die magischen 15% waren direkt wieder 2,0 Bar. Da sieht man mal, wie viel Reserve dann doch noch die ganze Zeit da drin ist, dass wir jetzt einfach 15% Taktung nachlegen können und der Lader das auch kann. So, ne? Also der wird, glaube ich, wirklich erst wach und dann fährst du direkt wieder, wir werden es im Videomaterial sehen. Ja, sah auch sehr schnell aus. Eine schlanke Linie. Ja, ne, jetzt würde ich sagen, gucken wir auf der Bühne, aber ultra geil. Man muss sich anders, ich habe an dem ABS immer weiter rumgestellt, heißt Performance vorne, hinten, Bremsdruckverteilung und so weiter. Den Hebel habe ich gar nicht betätigt, der Hebel ist immer noch gleich geblieben. Ging wirklich nur das, was die Software an sich erstmal sagt und das ging auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir brauchen halt allerdings diesen Moment, dieses harten Reintreten. Ich bin wirklich vor jeder Kurve erst vom Gas langsam reingetreten und dann reingetreten. Das kostet halt schon noch richtig Zeit. Also. Plus, es bringt halt so ein bisschen Unruhe ins ganze Auto. Also das müssen wir noch finden, woran es liegt. Ich denke mal, wir werden nicht um eine neue Bremse vorne hinten rum umkommen, weil mit dem Schwimmsattel und mit dem Nicht-Rennsportsattel alle hier sind gleich angekommen und meinten, es gibt extra Federn, die hinter den Bremskolben kommen und halt den Bremsplug immer wieder anlegen, dass genau das nicht passiert. Das brauchen wir. So, ne? Ja, gut, mal gucken, was da vorne an der Welle ist. Meine Vermutung ist, innere Flansch am Differential, knack ab. So ist meine Vermutung. Haben wir wieder was zum Schrauben, aber es ist ja noch nicht das letzte Mal. Jetzt geht's erstmal nach Hause, wir gucken uns dann mal auf der Bühne und... Eine Ewigkeit später. So, zurück in der heimischen Garage. Als allererstes muss ich euch was zeigen, weil genau dafür liebe ich YouTube. Dieses Fett hier wurde mir empfohlen. Zum Thema Antriebswellen, gibt es gar nicht so einfach zu kaufen, ist eigentlich mehr so für einen Kartsport. Ich habe natürlich schon ein bisschen drin rumgesaut. Hat tatsächlich funktioniert. Also ich habe die Antriebswellen ausgebaut, erstmal schon mal geil, jeder von euch wird es hassen, Antriebswellen auszubauen. Bei dem Auto mit dem Traggelenk unten zum Rausziehen, das hat wirklich keine 10 Minuten gedauert. Ich kann die Antriebswelle ausbauen und muss die Achse nicht neu vermessen. Also das geht echt gut bei dem Auto. Sieht tatsächlich Fett, als auch Gelenke, ist alles Taco. Also hier ist leider nicht der Fehler. Ich mache es nämlich tatsächlich so, ich ziehe die Manschette regelmäßig ab und drücke, deswegen sieht der Pinsel so aus, da einfach neues Fett rein. Man muss es leider auf der Rennstrecke machen, weil das Zeug verbrennt da drin einfach. Jedes Mal die Welle ausbauen hat man auch keinen Bock, aber kurz die Manschette weg und ein bisschen rüber, so viel Zeit muss sein. Ja, jetzt kommen wir zum schlechten Teil. Keine Ahnung, was dann kaputt ist. Also selbst beim auf dem Trailer fahren war es so, dass Volleinschlag das ganze Auto so macht. Das heißt, meine Vermutung ist jetzt, dass in dem Getriebe die Steckwellen, quasi der Teil, der jetzt hier rankommt, ins Differential rein, dass da irgendwas Fratze ist. Dass das abgeschert ist, dass das halb abgeschert ist, dass in dem Differential irgendwas drin ist, keine Ahnung. Fakt ist, muss raus. Ja, ist ein Seriengetriebe. Was soll ich sagen, wenn ich sehe, wie oft wir schon Sachen kaputt gemacht haben. Ich bin jetzt wirklich mit dem Auto schon viel gefahren und nur mit Slicks gefahren. Ich glaube, in der Max-ECU steht mittlerweile eine Laufzeit von ungefähr 60 Stunden, meine ich. So, klar, da war natürlich viel mit Leerlauf und so weiter. Aber dreimal Bilsterberg, Oschersleben. Also 200 Runden wird das Auto schon haben. 150, 200 Runden, ne? Und das muss man auch erstmal schaffen. Deswegen halb egal. So, ja, jetzt muss ich halt allerdings, ich denke mal, ich mache jetzt großen Service. Wenn ich jetzt eh bei muss, ziehe ich Motor mit Getriebe. Guck mir nämlich direkt die Ansaugbrücke an, was da so los ist. Irgendwo ist ja noch die besagte Undichtigkeit. Hab zum Glück noch ein Getriebe. Vielleicht gibt es ein kleines Upgrade. Nächster Punkt, nochmal rückwirkend, als ich dann so im Bett lag zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Deswegen bin ich auch wirklich schon erwachsen geworden und sag ganz oft, jetzt ist genug. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Weil dann macht es nämlich umso mehr Spaß, abends beim Einschlafen den Tag nochmal so zu resümieren. Was nicht schön ist, wenn es alles kaputt ist. Das ist einfach am schönsten, wenn es heile ist. Rückwirkend so betrachtet, also A, die Zeit 1:53,0 ist schon wirklich, wirklich flott. Die Videos angeguckt, wie oft das Ding eigentlich auf zwei Rädern fährt. Gerade diese Szene, wie das Ding vor der Mausefalle über die Kuppe kommt. Das nimmt man da drin gar nicht so wahr. Aber das ist schon krass von außen, ne? Das ist schon, also das passt schon. Und deswegen muss ich an der Stelle einfach auch nochmal sagen, ich hoffe, dass es nicht im Video zu kurz gekommen ist. Dafür, dass das ABS vorne nicht ging,
Wir haben es vorne jetzt auch nicht so krass gebraucht, weil ich noch gar nicht so hart reintreten konnte. Aber es ist schon geil, wie das auf der Hinterachse funktioniert. Also selbst wenn ich das ABS nur für die Hinterachse einbauen würde, glaube ich schon, dass das wirklich immens viel Vertrauen, Sicherheit, Reifentemperatur und so weiter reingebracht hat, weil ich jetzt mal richtig hinten bremsen kann. Aber auf dem Weg der Verbesserung geht es natürlich weiter. Beim nächsten Mal will ich natürlich nicht wieder so viel Zeit auf der Bremse verschenken, indem dass ich vorpumpen muss. Deswegen habe ich mir beim Aufstehen dann überlegt, was hier noch so alles sein könnte. Nein, eigentlich habe ich die ganze Fahrt zurück schon gegrübelt, was das sein könnte. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Pass auf, Tim, du filmst hier mal rein. Ja. Am besten genau von oben. Dieser Zylinder ist vorne, das ist hinten. Und jetzt achtet mal drauf, wenn ich ins Auto reingehe und bremse. So, wenn ich jetzt trete. Müsstet ihr gerade gesehen haben, dass der Zylinder von der Bremse hinten fast wie angenagelt steht, vielleicht 2-3 mm sich bewegt. Der rechte Zylinder für vorne, Pi mal Daumen gemessen, 25 mm vor und zurück geht. Dafür, dass ich voll reintrete. Ich habe Google aufgemacht, habe mir bei AP den Zylinder angeguckt und siehe da, dieser Zylinder hat nur einen Weg von 25,4 mm. Das heißt, wir sind jetzt gerade schon, um diesen Druck zum Bremsen aufzubauen, ziemlich am Anschlag des Zylinders. Das heißt, wenn jetzt noch ein bisschen Leerlauf dazu kommt, das heißt, die Beläge drücken sich weg von dem Sattel, was ja alleine schon einfach nur durch die Rotation passiert, weil keine Bremsscheibe läuft 100% gerade, die macht immer ein bisschen so, kann es sein, dass ich sogar noch nicht mal schaffe, diese Bremse mit einem Stroke, also mit einem Hub, komplett auf den Druck zu bringen. Und das Ganze wird natürlich umso schlimmer, umso mehr ich den Belag wegdrücke. Deswegen war es auch nicht nur ein leichtes Bremsevorpumpen, sondern es ist sofort ein Bremse in die Leere treten. Weil jetzt kommt die nächste Sache dazu. Der Waagebalken funktioniert nur, wenn beide Seiten Druck haben. Wenn eine Seite weg ist, klappt der einfach zur Seite weg und man kann die Bremse gar nicht betätigen. Ich habe mir überlegt, meine Auslegung der Bremse, der beiden Hauptbremszylinder, ist halt einfach komplett falsch. So. Muss man sich ehrlich eingestehen, ich habe keine Ahnung davon, jetzt habe ich die Ahnung. Jetzt kann ich euch das auch berechnen. Und zwar folgender Punkt ist diese Bremssättel von meiner Bremse, die ich mir zusammengestellt habe. Das ist ein Alfa Romeo Sattel. Der hat riesige Kolben hier drin. Also wirklich riesig. Das heißt, wir haben einen 40er und einen 42er Kolben. In Summe haben diese Kolben so viel Fläche, dass dieser Hauptbremszylinder mit 16,8 mm viel zu klein ist im Verhältnis zu Bremssattel hinten mit dem Zylinder, der hat 15 mm. Das heißt, um auf meinen Bremsdruck X zu kommen, muss der hintere Zylinder 3 mm machen, der vordere 25. Und das ist natürlich, und es ist ja vom Waagebalken her jetzt auch schon ganz auf vorne eingestellt, deswegen hat man dieses krasse Hebelverhältnis von dem Waagebalken. Das heißt, Ende vom Lied ist, ich werde jetzt Folgendes machen. A, kriegt die hintere Bremse eh ein kleines Upgrade. Und B, werde ich vorne einen viel größeren Hauptbremszylinder reinmachen. 16,8 mm, keine Ahnung, was mich damals da so getrieben hat. Wir haben mehrfach nachgefragt in irgendwelchen Videos, weil original ist bei diesem Auto schon ein 22er Hauptbremszylinder verbaut. Habe ich im Lager nochmal nachgeguckt. Für den originalen Sattel. Jetzt kann man Querschnitt original, weil bei der Hydraulik ist es immer so, das ist linear, also Fläche zu Fläche mal Hub. Jetzt kann man das Ganze natürlich ausrechnen. Habe ich jetzt auch ausgerechnet. Das heißt, in dem nächsten Video mit der nächsten Bremse wird es so sein, dass von der Theorie her, ich bin gespannt, ob es am Ende so ist, der Waagebalken 100% gerade steht beim Bremsen. Vielleicht 5% schon in Richtung vorne steht, also vorne mehr als hinten, damit ich da auch einen perfekten Verstellweg habe, weil so ist das definitiv nicht gut. Der sollte schon mittig stehen und dann kann man ihn verstellen. Das heißt, das Verhältnis von Hauptbremszylinder zu Kolbenfläche hinten muss vorne und hinten gleich sein. Das heißt, vorneren Zylinder viel größer, hinteren lasse ich wie es ist, den vorderen vergröße ich so viel, dass das Verhältnis von beiden wieder gleich ist und dann müsste beim nächsten Mal bremsen A, der vordere Weg genauso kurz sein wie jetzt gerade der hintere Weg. Das heißt, das Pedal wird so richtig bretthart. Wenn dann die Beläge sich ein bisschen wegdrücken, muss ich nicht 25 mm in den Kolben reindrücken, sondern nur 3-4 mm. Das heißt, ich habe viel weniger Leerlauf drin. Plus, Antriebswellen sind eh raus, das heißt, Radlager kommen auch neu. Kann bei so einem Auto nicht schaden, gerade bei so einem kleinen Fiat-Radlager. Aber, was soll ich sagen, wieder extrem interessantes Video, finde ich. Wir machen Fortschritte mit dem Auto. Ich weiß jetzt endlich zum Thema Waagebalken, wie man zumindest die Rohauslegung angeht. Ende vom Lied ist, wir haben es für Marius gleich auch nochmal wieder neu gemacht. Das hat immer noch nichts am Ende mit dem eigentlichen Bremsverhalten zu tun, weil dann kommt noch Belagfläche, Scheibendurchmesser und Reibkoeffizient vom Belag. Aber so hat man zumindest schon mal die Standardauslegung, dass der Waagebalken in dem Winkel steht, wie man ihn eigentlich haben muss. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich habe es einigermaßen vernünftig erklärt. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support, danke fürs Feiern. Ich finde es mittlerweile richtig cool, wie ihr
den Abarth feiert, auch gerade vor Ort, weil es ist tatsächlich so, dass die Leute dieses Auto tatsächlich so schon lieben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ganz kleine Ergänzung noch, Getriebe ist raus und dabei ist mir direkt aufgefallen, dieser Flansch hier, der ist rausgewandert. Er ist allerdings fest, also fest im Sinne von geht weder rein noch raus. Das heißt, da ist irgendwo Aua. Entweder ist der Flansch während der Fahrt rausgewandert, dann greift die Verzahnung nur noch zur Hälfte und das macht halt knack-knack in irgendeine Richtung. Oder es ist in dem Differential irgendwas, keine Ahnung. Das geht auf jeden Fall einmal jetzt zu Drexler und die gucken rein. Wollt ihr euch nur zeigen. Meine Vermutung ist, der Flansch ist rausgewandert, dann hat nur noch die halbe Verzahnung getragen und dann hat die Verzahnung aufeinander sich verdreht. Weil die sind nur gesteckt, die haben leider keine Schraube, nix. Also wenn das passiert ist, dann werden wir das auf jeden Fall irgendwie gleich umbauen mit mittig einer Schraube, dass das nicht mehr passieren kann. Ja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.